Wir hatten diesen Moser. Dann haben wir den hier bekommen. Und jetzt bekommen wir das hier. Ja, er sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie ein Fleischklops. Aber das liegt einfach an der enormen Größe. Schaut euch mal die Größenunterschiede an. Hier haben wir Moser 1, dann Moser 2 ein bisschen größer. Und das hier ist der filmakkurate Mosasaurus. Er ist locker dreifach so groß, beziehungsweise dreifach so lang, wie der große schon. Guckt euch das an. Das nicht ein Monster. Ist leider nicht ganz so hochauflösend. Das wäre noch schöner, wenn der noch ein bisschen schärfer von der Textur wird. Aber da wir den eh nur vom Weiten sehen und unter Wasser, ist das eigentlich halb so wild. Und dieser massive Körper ist schon heftig, ne? Und das ist jetzt auch die Original-Filmform. Hier der Schweif hinten. Alles original wie im Film. Und ich finde tatsächlich auch die Breite und Größe jetzt perfekt, so wie er jetzt ist. Es kommt schon sehr nah an den aus dem Film ran. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine neue Mosasaurus-Mod sehe. Er kommt übrigens für den Diplodocus ins Spiel. Und ihr seht sogar, dass er richtig auch das Maul aufmacht und brüllt. Aber er brüllt eher so leise. Das finde ich sogar gut, weil er ja sowieso unter Wasser ist. Boah, guckt euch das an. Der direkte Größenvergleich. Und auch der Schreivergleich. Der hier ist halt viel, viel lauter. Es ist halt heftig, ne? Schaut euch mal das Hemd-Entwicklungslabor im Größenvergleich an zu diesem Mosasaurus. Ist halt fast so lang wie das Gebäude. Oh mein Gott, ist das cool. Bin gleich echt gespannt, wie der unter Wasser aussieht. Das ist echt heftig. Er könnte halt mit einem Haps den alten Mosasaurus hier easy verspeisen. Das ist halt so krass. Oh, ich feiere die Mod. Bin halt nur auf die Bewegung gespannt, wie das aussieht unter Wasser. Wir schauen uns das jetzt erstmal so noch ein bisschen an. Weil der Schweif hängt hier schon so ein bisschen runter. Sieht ein bisschen seltsam aus. Er wackelt halt auch sehr stark dadurch. Ich hoffe, das sieht dann unter Wasser nicht so doof aus. Aber eigentlich sieht es halt wirklich so aus, als wenn er richtig schnell schwimmen will unter Wasser. Also er bewegt halt den Schweif so richtig, als wenn er rudern will. Das ist, glaube ich, echt gut. Ich bin echt beeindruckt. Was die Modding-Szene momentan mit Jurassic World Evolution macht, ist einfach nur insane. Wir haben einfach ein komplett neues Spiel und es kommen so viele coole Dinge momentan raus. Ey, es ist so heftig, wie groß der ist. Man sieht ihn sogar noch, wenn man komplett rauszoomt. So muss es aber auch sein für einen Moser. Genau so habe ich mir das auch immer vorgestellt. Okay, ich würde sagen, wir bringen ihn jetzt mal ins Wasser. Ich kann es kaum noch erwarten. Schaut euch jetzt mal den riesigen Moser im Größenvergleich zu dem Helikopter an. Der ist einfach größer als der Heli. Sieht so krass aus. Wir stoppen mal kurz. Also so ein Monster habe ich noch nicht gesehen in Jurassic World Evolution. Das ist wirklich heftig. Er ist so unfassbar groß. Ich finde es Hammer. Bin gerade richtig gehypt. Das ist einfach so unglaublich cool. Da ist er gelandet. Schaut ihn euch an. Sieht der nicht genial aus? Boah, guckt mal von oben. Es ist halt genauso, wie es sein sollte. Von der Größe. Ein riesiger Mosasaurus. So habe ich es mir immer gewünscht für Jurassic World Evolution. Oh mein Gott. Kann es kaum glauben. Aber ich würde sagen, wir versenken den jetzt mal im Wasser. Ich bin echt gespannt,
wie das dann aussieht. Machen wir erstmal so, dass er, genau, noch so leicht rausguckt. Schauen wir uns das dann mal an. Das ist jetzt halt schon sehr tief. Man muss dann natürlich auch wieder ein bisschen mit Höhenunterschieden und so arbeiten. Das sieht schon cool aus mit dem Schatten da. Problem ist halt nur, dass der sich sehr langsam bewegen wird, wahrscheinlich. Weil es halt ein Diplodocus ist. Ich weiß gar nicht, wie die Sprintgeschwindigkeit ist. Wir können ja mal eben hier vorne so einen Futterspender platzieren. Das ist übrigens auch ein Problem. Man muss halt den Futterspender dann diesen großen nehmen. Machen den mal wieder ein bisschen höher. Ja, da müsste man dann mal ein bisschen rumprobieren, die perfekte Höhe finden. Also ich glaube, in diesem Wasser muss man das auf jeden Fall ein bisschen höher machen. Am Strand kann man den dann auch ein bisschen tiefer versenken, weil man den dann besser von oben erkennen kann. Weil das Wasser halt viel klarer ist. Werden wir gleich auch noch ausprobieren, keine Sorge. Aber jetzt seht ihr das mal. So ist, glaube ich, schon eine ziemlich perfekte Höhe. Sieht unglaublich cool aus von oben. Ich feiere das so sehr. Das mit dem Schweif finde ich auch noch völlig okay. Sieht halt echt so aus, als wenn er paddelt. Der ist halt nur sehr, sehr langsam unterwegs. Bisschen schneller wäre noch cool. Okay, das Futtern sieht natürlich sehr seltsam aus. Der geht komplett mit dem Kopf in den Fieder rein. Das heißt, man müsste den auf jeden Fall verstecken. Ich weiß gar nicht, wie tief man da gehen müsste. Könnt ihr mal kurz ausprobieren, hier hinten an der Stelle. Diese Höhe wäre das ungefähr. Also ist schon wirklich krass abgesenkt. Dann schaut es nämlich nicht mehr raus. Und dann würde man ihn halt nicht beim Fressen beobachten können. Ist dann aber auch okay, finde ich. Wenn man ihn dann nicht sieht und dann nur sieht, wenn er an die Oberfläche kommt, so ein bisschen. Ich finde das ja sowieso immer am interessantesten, wenn er dann Höhenunterschiede hat. Und dann, dass er mal ein bisschen auftaucht, abtaucht. Das ist eher am spannendsten. Aber ich glaube, ich würde es noch mehr feiern, wenn dieses Model, was wir jetzt hier haben, weil das Model finde ich schon genial, wenn das noch für einen Theropoden reinkommen würde ins Spiel. Das würde ich, glaube ich, mehr feiern. Weil der ist mir echt ein bisschen zu träge. Aber das Model an sich von der Größe her und so, das gefällt mir schon mega gut. Die perfekte Tiefe ist, glaube ich, echt ungefähr so. Hier in diesem Wasser. Dass man noch leicht die Flossen erkennen kann. Wir schauen uns jetzt nochmal die anderen Skins an. Das hier ist das Alpinmuster. Der hat halt so grün oben auf dem Rücken. Finde ich eigentlich ziemlich cool für so einen Dschungelpark. Der wäre dann auch so ein bisschen getarnt, wenn er aus dem Wasser guckt. Das hier ist jetzt die Tundra-Variante. Der hat auch dieses Grüne obendrauf. Allerdings eine bisschen dunklere Haut, wenn ihr mal schaut. Da ist der Vergleich. Hier ist Alpin, da ist Tundra. Also der ist auf jeden Fall dunkler von der Hautfarbe. Und der hat sogar so ein bisschen lila mit drin, sehe ich gerade. Das hier ist der Steppenskin. Sieht den anderen beiden auch relativ ähnlich. Also der hat auch wieder grün oben auf dem Rücken. Dann haben wir hier das Wüstenmuster. Das sieht auf jeden Fall anders aus. Der ist eher so hell und bläulich von der Haut. Und als letztes haben wir hier Küstengebiet. Sieht den anderen auch wieder relativ ähnlich. Also ein bisschen mehr Variation bei den Skins würde ich mir dann schon noch wünschen. Und so sieht das Ganze am Sandstrand aus. Finde ich ziemlich cool. Weil dadurch, dass das Wasser klarer ist, kann man ihn halt viel besser erkennen. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel rauszoome. Ist schon nice. Er ist einfach so verdammt groß. Vergleich das mal zum Beispiel hier mit der Beobachtungsgalerie. Der ist halt größer als das Gebäude. Und so muss es ja auch sein. So stellt man sich den Mosa ja auch vor.
Immerhin hat der mal Indominus Rex ins Wasser gezogen. Da braucht man dann schon ein bisschen Power und Größe. Er ist mir nur persönlich ein bisschen zu träge. Vorher war er ja für den Agro Kanto und den Spino drin. Und da war er halt nicht ganz so träge. Jetzt ist er halt echt viel nur an einer Stelle, meckert rum. Und er läuft dann, wenn dann, sehr langsam. Selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich hier hinten Wasser platziere, wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Und wenn, dann läuft er nur ganz langsam. Das passt halt leider auch nicht so gut. Also das Model ist wirklich eine 10 von 10. Die Bewegung könnte noch ein Ticken besser sein. Und die Auflösung auch, von der Textur. Allerdings ist halt dafür, dass er für einen Sauropoden reinkommt, für den Diplodocus, ist einfach die Bewegung ein bisschen zu langsam. Da würde ich mir wünschen, dass das Model vielleicht nochmal irgendwie umgesetzt werden könnte für einen Theropoden. Also für den Spino oder für den Agro fand ich schon nicht schlecht. Der Agro war eigentlich ganz nice, weil der hat auch diese coole Idle-Animation. Aber ihr seht schon, ja, wir können ihn jetzt ewig beobachten. Viel passiert da nicht. Also er bewegt sich nicht viel, das ist echt schade. Trotzdem sieht es verdammt cool aus, so einen riesigen Moser zu haben. Sehr coole Mod. Gibt natürlich wieder ein bisschen... Okay, was macht der jetzt hier gerade mit seinem Schweif? Das sieht auch ein bisschen selten. Es wird ja immer mehr. Okay, ja, sehr coole Mod. Auf jeden Fall noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber ich finde sehr gut, dass es jetzt endlich in die richtigen Größenverhältnisse geht für den Moser. Also meine Favoritenmod für den Mosasaurus, definitiv. Wenn ich ein Gehege mache für den, dann benutze ich auf jeden Fall diese Mod. Einfach weil die von den Größenverhältnissen und vom Model her am besten an das Original rankommt. Oh, er dreht sich. Das noch erleben darf. Okay, mit dieser schönen Drehung und Bewegung will ich mich jetzt aber verabschieden. Ich hoffe, dieses Vorstellungsvideo von dem neuen Mosasaurus hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Mosasaurus-Mod ihr am besten findet. Und ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.